Hallo Leute, es geht weiter bei Lufia 2. Wir waren im letzten Part hier in dem Nordleuchtturm, ist das glaube ich. Und wir gehen jetzt hier oben durch die Tür. Was erwartet uns hier? Das Monster gehen wir paralysieren. Und hier sehen wir schon, da ist wieder mal eine Bombe fällig. Also Bombe hin, paar Schwertschläge und durch. Ein Schalter. Die Leiter an der Außenseite steht jetzt richtig. Oh ne. So. Dann wollen wir nochmal zur Außenleiter gehen. Nein. Und ein Monster. Ein Monster mal wieder. Die gibt's ja so selten in diesen Leveln und Leuchttürmen hier. Aber wir haben keine Angst vor den Monstern. Wir machen es einfach ganz schnell platt. Und gehen weiter. Ich mach mal wieder den Enterhaken. Enterhaken heißt das ja gar nicht, nur Haken. Enterhaken, das gibt's bei Zelda, gibt's das. Jetzt ist hier die Leiter wieder repariert und wir können hier oben hin. Ein schlauer Spruch. Einen Krug auf jedes schwarze Wappen, dann geht es weiter auf Schusters Rappen. Okay. schon wieder vergessen, was da stand. Ein Krug, okay. Ach, sowas. Moment, wir gehen nochmal raus. Weil ich habe gerade nicht aufgepasst, wo die schwarzen Wappen hin sind. Und nochmal, da sind die beiden. So, ich meine, es gesehen zu haben, wo sie hin sind. Und ich probiere das jetzt mal aus. Ja, richtig gesehen. Und der Schlüssel ist unserer. Was ist da hinten? Irgend so ein Altar hier. Können wir nichts machen, okay. Ah, geh vorbei. Okay, wir haben also den Schlüssel. Hier gibt es, glaube ich, nichts weiter, was wir machen können. Also durch den Warp. Hierhin. Wo sind wir denn jetzt wieder? Ach, da fällt mir ein. Wir haben hier dieses Rätsel am Anfang haben wir nicht gelöst. Ich habe mich aber in der Hinsicht hier nochmal schlau gemacht mit dem Ding und weiß jetzt wieder, wie es geht. Weil ihr werdet auch gleich sehen, warum wir das hier machen. Also warum es wichtig ist, das zu machen. Ist nicht unbedingt wichtig, aber... Ja, ich hab's euch sozusagen versprochen, dass wir das auf jeden Fall machen. Deswegen brauchen wir das, weil hier finden wir ein Drachenei. Unser zweites Drachenei. Und wir wollen ja alle 8 finden, um den Monsterdrachen zu besiegen. Deswegen müssen wir das hier auf jeden Fall mitnehmen. Was wir ja jetzt auch getan haben. Und einen Wunderring noch erhalten. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt, wie wir jetzt hier weiterkommen. Den Schlüssel haben wir jetzt. Wir gehen mal nochmal die Treppe hoch. Und jetzt müssen wir da irgendwo weiter hoch noch. Hier den Memory-Quatsch, den haben wir schon gemacht. Wo geht's hier hin? Sind wir wieder hier, bringt uns das was? Nein. Ich bin schon wieder fast in den Krebs hier gelaufen. Ich glaube, bin ich bisher jedes Mal reingelaufen. Noch einer. Hier war ich auch... Ach, ja, da bin ich eben drüber. Da waren wir eben. Jetzt können wir hier hoch. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Doch. Ah, schade. Wir waren hier doch schon. Okay, tut mir leid, Leute. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Aber wo müssen wir denn jetzt hier lang? Da oben war nur der Schalter. Ja, und hier waren wir schon drin. Also hier gibt es nur den Schlüssel. Der schlaue Spruch. Den Schlüssel. Ja, und hier diese schöne Warpröhre. Okay, dann gehen wir. Hier geht es nicht weiter. Och Mensch. Wieso weiß ich denn schon wieder nicht, wo es lang geht? Kann doch nicht sein. Hier war doch auch noch eine Treppe. Genau, wo ging die denn nochmal hin? Hier, ja, hier waren wir auch schon. Ach, entschuldigt bitte mein Rumirren hier. Aber ich weiß es gerade echt nicht. Irgendwie ist das
Moment, von da unten? Was ist denn hier oben? Sind wir nicht von da gekommen? Doch, von da sind wir gekommen. Mensch, hier unten die Tür bleibt immer auf, weil wir das mit dem Memory ja gelöst hatten, genau. Und hier waren wir auch schon. Hier waren wir überall. Hier waren wir doch. Ja. Nein. Wieder mal ein Kampf. Meine Güte. Ah, also hier scheinbar irgendwie nicht weiterzukommen. Ich habe gerade noch mal überlegt. Aber... na, da waren wir auch schon. So richtig was eingefallen ist mir jetzt auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen das mal ganz einfach. Wir gehen jetzt noch mal ganz am Anfang von dem Tempel hier. Und gucken noch mal vom ganz Anfang... vom Anfang an, wo wir jetzt waren und wo wir nicht waren. Und ob es da vielleicht irgend noch eine Tür gibt, wo wir erst links gegangen sind und das den Rechten vergessen haben oder andersrum oder oben, unten, irgendwie sowas. Also hier war der, meine ich, der so ziemlich erste Raum mit. Von hier unten mit den Pfeilen. Ach. Wir haben nur die rechte Tür genommen. Stimmt. Hier das haben wir noch nicht gemacht. Wir waren noch nicht in der linken. Vielleicht kommen wir da weiter. Wollen wir mal gucken? Ey, hier war man... ne, da gibt's auch einen Schlüssel. Ja, hier gibt's eine Tür mit Schlüssel. Also hier waren wir noch nicht. Also gehen wir doch mal rein. Was befindet sich hier? Ein Raum mit einem Monster. Einer Treppe. Ab hoch die Treppe. Ah, ein kleines Monster. Kein Problem für uns. Nee, kommt nicht. Treppe hoch. Ja, jetzt geht's wieder voran. Hammer, ich glaub's nicht. Wir haben den Weg doch tatsächlich, habe ich das noch gefunden, wo wir lang müssen. Obwohl ich echt überhaupt nicht mehr wusste. Jetzt merke ich mir, da unten war noch eine Treppe, die wir noch nicht genommen haben. Eine Tür, meine ich. Erstmal die Treppe schnell hoch. Immer diese dämlichen Pferde da. Wo sind wir jetzt? Oh, das schreit nach einem Rätsel. Ja, eine Bombe. Ja, da gehen wir aber erst später rein, aber wir gucken erstmal, was hier unten ist. Auffrischen und abschweichen. Das sieht geradezu nach Endboss aus. Und was haben wir hier? Ah, da geht's darüber. Und da ist bestimmt der Endboss. Aber wir wollten noch da runterfallen und gucken, was es noch in der Tür unten gibt, die wir ausgelassen haben, weil wir erstmal jetzt wieder dadurch gegangen sind. Eine Schatztruhe. Ach Gott. Ah, das mach ich. Ah, nee. Nee, das mach ich jetzt nicht. Bis ich das dann jetzt wieder raus hab, das. Nee. Komm schon, scheiß Pferde. Und jetzt gehen wir noch schnell unten in die Tür. Hier war doch eine unten, ja. Ja, und leider müssen wir das Pferd auch mitnehmen. Schade. Ja, komm, lass unseren Abo in Ruhe. Fällt mir gerade ein, wir müssen ihm auch wieder was zu essen geben. Okay, der Kampf ist geschafft und ich mache hier einen Cut und im nächsten Part geht's dann mit dem Endboss weiter. Also, bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer.